Und noch eine Reiterin aus Russland, Marina Aframeva. Die Nichte von Inessa Merkulova, die beiden, die schon zusammen am Start waren für Russland bei den Olympischen Spielen in Rio. Das ist so ein bisschen eine andere Art, sage ich jetzt mal, der Traversal, gerade so der Richtungswechsel, der war so ein bisschen wild, hätte ich fast gesagt, hier mit ihrem Friesen Markus, das 17 Jahre übrigens schon alt, das ist auch nicht das Pferd, mit dem sie in Richtung Tokio liebäugelt, da hat sie dann eher Upgrade im Spiel. Bräuchte er doch so ein bisschen mehr Selbsthaltung. Ist so ein bisschen stramm teilweise auch vorne am Maul. Wir haben ja nicht so viele Friesen, wenn wir mal ehrlich sind, in dieser Tour mit Piaf Passage. Das ist natürlich auch teilweise für sie einfach schwer, weil das ein einfach auch gewichtiges Pferd ist. Aber das macht er hier in der Piaffe gar nicht so verkehrt. Das war schon ein sehr deutliches Abfußen, jawohl. Ja, und man kommt natürlich schnell in die Versuchung zu sagen, Mensch, der ist aber doch recht eng hier so in der Haltung. Da müssen wir schon zweimal hingucken. Der hat einen wirklich kräftigen Halsansatz, insgesamt nicht den längsten Hals. Da wirkt das auch sehr schnell, sehr eng. Da bitte immer den zweiten Blick riskieren. Hier lässt er aber tatsächlich nicht so richtig, richtig los. Schwitzt auch schon enorm am Hals und da bin ich mir relativ sicher, das ist eher die Aufregung, das ist eher das Mentale. Auch jetzt hier so ein, zwei Äppelchen abdrücken, ist ein Zeichen dafür, dass der innerlich ganz schön an ist. Ja, da hat er den Punkt so ein bisschen vorweggenommen, fing ein bisschen vor. Ausbalanciert. In der Passage haben wir doch eine ganze Menge ungleiche Tritte dazwischen. Das ist, glaube ich, ein Erlebnis da oben drauf. Die Zweierwechsel, also richtig aktiv durchgesprungen, darf sicherlich noch ein bisschen gerader werden, aber sah aus wie ein echt spannendes Gefühl im Sattel. Oh, das ist ein bisschen knapp, da riskiert sie, glaube ich, jetzt nicht alles. Oh, jetzt wird das schon eng, ne? Auch die Kürze des Halses und den breiten Ansatz im Hinterkopf habend, würde man sich ab und zu wünschen, dass er sich da ein bisschen mehr öffnet. Hoppala. Ja. Ist eigentlich, weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, es ist erstaunlich, was der hier für Wechsel rausspringt. In den Traversalverschiebungen eben, oder vielmehr in der Zickzack, hat er es nicht geschafft, den Galoppsprung so aktiv mitzunehmen. Aber hier in den Wechseln, da hat man das Gefühl, springt er sozusagen über sich hinaus nochmal. Also die Wechseltouren, die sind schon ein Hammer. Und vor allen Dingen, sage ich mal, die waren jetzt mal beide ohne Fehler.
Das ist ja heute auch nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, aber heute hatten wir ja doch schon einige. Eigentlich ist das unglaublich, was dieses riesige Tier für eine Energie gerade in den versammelten Lektionen uns hier zeigt. Was für eine Versammlungsbereitschaft. Definitiv eine gute Pirouette. Ich sag nicht eine sensationelle, aber definitiv eine wirklich gute Pirouette. Ja, da haben wir ihn wieder. Den Übergang. Eigentlich müssten wir diesen Übergang durchparieren zum Trab. Am Ende, nach der Galopptour, der könnte für mich mal zwei zählen. Den finde ich so absolut bemerkenswert wichtig. Jetzt haben wir schon zwei neue Noten, die wir einführen. Eine mal zwei, na nicht neue Note, aber eine mal zwei für das Durchparieren hier am Ende. Also das ist, glaube ich, so eine Art, darf ich das so nennen, ohne das in irgendeiner Weise, das ist, glaube ich, ein Projekt von ihr, hat man fast den Eindruck, da müsste man jetzt ehrlich gesagt mehr Hintergrundwissen haben zu diesem Paar, habe ich jetzt nicht, aber man hat das Gefühl, ihr Herz hängt so ein bisschen an diesem Pferd, wie sie es jetzt hier präsentiert hat, denn sie hat ihn ja auch erst 2019, also schon Grand Prix fertig übernommen von ihrer russischen Kollegin Olga Kovertschina. Wir sind wirklich sehr nah dran am offiziellen Ergebnis.